Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sterben am Stück. Und wir haben Vecna. Sehr schön. Nee, ist es nicht, aber es ist Vecna. Yay. Er kennt die Buschverstecke. So, ich habe gerade die Aufgabe, dass ich mich während einer Jagd oder innerhalb von 10 Sekunden nach einer Jagd im Schließschrank verstecken muss. Was ist los, Leute? Bin verletzt. Ich versuche jetzt erstmal, mich wieder primär auf die Aufgaben zu konzentrieren. Weil Event ist vorbei. Und wir haben gerade eben schon eine Runde gehabt, in der ich eine gute Viertelstunde als Geisel gehalten wurde. Rebecca. Ja, war ja schon. Und diese Runde werde ich jetzt in die Tonne werfen, weil bringt ja nichts. Müsst euch ja nicht angucken, wie ich eine Viertelstunde als Geisel genommen wurde. Hallo? Ich bin auch verletzt. Hallo? Okay, Rebecca, lass mal sterben. Ich habe es eben in der Runde schon festgestellt, wo ich als Geisel genommen wurde. Also der Killer eben wollte, dass ich meine letzte Mitspielerin verrate. Es ist immer noch genauso wie beim Event. Die spielen einfach alle eine richtig große Scheiße zusammen. Und die trollen alle, die spielen alle nicht ordentlich. Und ja, jeder so für sich. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich sag halt, wie es ist, ne? Hi. Ich wollte gar nicht in den Schrank, ich wollte hier raus. Ah! Junge. Also, DBD ist auch jetzt ein paar Tage nach dem Event immer noch schwierig, finde ich. Mal gucken, ob ich jetzt gerettet werde. Ich bin mal gespannt. Wie sind so eure Einschätzungen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Bei euch sind ja auch so ein paar Leute dabei, die regelmäßig DBD spielen. Schätzt ihr das auch so ein? Dass es nach dem Event jetzt immer noch so ist, wie während des Events? Oder sagt ihr, nö, eigentlich geht's. Ich habe halt gerade mal wieder Pech gehabt. Mit dem ganzen Kram. Ich weiß nicht, ob sie mich heilt. Ja. Also Rebecca rette ich nicht. Die lass mal liegen. Kate wird gerettet. Der sind wir jetzt was schuldig. Quid pro quo, oder wie das heißt. Ja, mal gucken, wie es die restliche Woche jetzt wird. Wie gesagt, das ist jetzt für euch die erste Runde. Für mich ist es heute die zweite. Schauen wir einfach mal. Oh, Kate. Es war doch Absicht, dass die den jetzt hierher gebracht hat, oder? Okay,
Geh mal hier hoch. Junge, Junge. Ich meine, ich finde, Vecna ist sowieso ein echt starker Killer. Wenn du dann halt noch ein Team hast, was nicht zusammenspielt. Super Kacke halt. Woher weiß er, dass ich da bin? Woher weiß er das? Hä? Hat er mich gesehen? Tja. Ich habe keine Ahnung, woher er wusste, dass ich da bin. Entweder hat er meine Kratzspuren gesehen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Keine Ahnung. Aber die Runde läuft gerade schon wieder wie die eben. Einfach nur bescheuert. Alles. Komm nicht her, komm nicht her, komm nicht her. Die lassen mich jetzt auch sterben, wollen wir wetten. Obwohl, da kommt Hedy. Okay, gehen wir. Ja, eine Mimikiste. Das ist lustig. Ich hab die sonst nie. Ich finde die Mimikisten wirklich lustig. Ich finde es lustig, dass sie das eingebaut haben. Aber ich suche gerade einen Totem. Ah, nehmen wir. Hab eh noch nichts. Ich bin jetzt auf dieses Auge eingestimmt. Was heißt das jetzt? Müsste mich das nicht eigentlich irgendwo hinporten? Ich verstehe diese Dinger von Vecna immer nicht, ne? Ah, da ist ein Tote. Ich sag, wie es ist. Ich check's halt einfach nicht, wie die funktionieren. Die verpfeift mich jetzt. Yo, Bro, ich habe Schrankheilung dabei. Was ist dein scheiß Problem? Oh, I see. Seht ihr, was ich sehe? So, ist mir egal. Ich habe meine Aufgabe fertig. Ich hau mich halt um. Okay, I see. Kate arbeitet mit ihm zusammen. Interessant, oder? Ey, ich sage euch, DVD im Moment echt... Boah, seit dem Event drehen sie irgendwie alle am Rad. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ist alles schwierig. Also wirklich.
Keine Ahnung. Er hat mich jetzt hier als Bait liegen lassen. Ich halte mich jetzt auch nicht mehr hoch. Wisst ihr, ich bin schon wieder an einem Punkt, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf DBD. Ich möchte gerne DBD-Pause. So, wisst ihr? Also, das ist schon wieder alles so schwierig gerade mit DBD. Gibt so viele schöne andere Spiele, die man spielen kann. Ach ja. Ah, geh ich halt. Hey, geh weg. Tschüss. Geh halt raus. Jetzt hat er Blutwächter, pass auf. Ja, es ist halt momentan DBD einfach alles schwierig. Ich weiß auch nicht, ne? Ich habe gerade eine Trophy gekriegt. Auge-Hand-Kombination, irgendwas, keine Ahnung. Ja, es weiß nicht. Also die Runde war absolute Scheiße, braucht man nicht drüber reden. Ich habe auch Kacke gespielt, sind wir mal ehrlich. Aber ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ist irgendwie alles gerade komisch. Naja, so. Ja, wie gesagt, die Runde war Kacke, brauchen wir nicht drüber reden. Wir sehen uns gleich in Runde 2. So, neue Runde, neues Glück. Mit der Map. Ich weiß ja nicht, ne? Oh Mann, ey. Okay, das bist du, Mac. Naja. Ich verjag mich bestimmt gleich. Weil hier irgendwer ohne Herzschlag um die Ecke geschossen kommt. Ich sag's euch. Oh! Ich hab irgendwen atmen hören. Ich sag's ja. Irgendwer ohne Herzschlag wird hier gleich um die Ecke geschossen kommen. Ich bin nicht hier. Oh! Alter. Klar. Micha, auf seiner Map. Natürlich. Er hat Mac aus dem Schrank geholt. Bringt er sie hin? Verdammte Kacke! Ah, wieso kommt der jetzt hier wieder raus? Nein, 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 ich saug dich nicht voll. Ist nicht gut, diese... Oh, der ist super schnell. Das ist bestimmt einer mit einem Dauerständer. Ja, cool, der erste Disconnect. Dwight hat schon mal keinen Bock mehr. Cool. Ich glaube, die Runde wird nicht besser wie die erste. Cool. Lass uns gehen, der kommt zurück. Die Map ist halt für den auch perfekt, ne? Weil du außer den Häusern hier keinerlei Tarnmöglichkeiten hast. Das heißt, er kann uns schön über die Straße hinweg stalken. Der braucht sich nur auf irgendein Haus stellen. Seitdem die Map verkleinert haben, funktioniert das doch wunderbar. Okay, kein Dauerdreier. Ich habe eben auch in der Runde mit Wegner vergessen, nach seinen Perks zu gucken. Es tut mir leid. Ich verraff das jedes Mal, ne?
Was sagt ihr eigentlich zu Lara Croft, dass die zu DBD kommt? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht gut? Sagt ihr, das passt voll gar nicht? Oder hey, das passt voll gut? Wie ist denn eure Meinung dazu? Sagt mir das mal. Ich bin da so ein bisschen, weiß nicht. Finde ich das gut? Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Okay, der latscht da wieder rum. Ich würde gerne wieder oben ins Haus. Hier. Oh, der hat Dings mit. Ist schnell weg. Er ist schon wieder da. Da war meine Glyphe. Scheiße. Och. Ey, jedes Mal bei mir. Hat er mich nicht langsam mal leer gelutscht hier? Was zur Hölle? Diese Runde ist genauso beschissen wie die erste. Ich sag, wie es ist, ne? Ach, und habt ihr schon gehört, dass Eiserner Wille wieder auf 100% gemacht werden soll? Ich bin ja mal super gespannt. Ne? Also. Jetzt lackt er halt. Der Typ da. Er geht auf Dwight. Oder? Nee, auf Mac. Ich muss halt auch sagen, ich bin momentan. Wie gesagt, ich fühle DBD gerade nicht. Deswegen spiele ich wahrscheinlich auch so bescheuert. Wie, Leute? Wie? Ich habe Verzerrung dabei. Ich habe keinen Verzerrungsabzug. Jetzt sehe ich nicht mal mehr das... Wow, was für ein schöner Schrank. Was für eine Wand. Wie? Ein Pör kann es nicht sein, weil ich habe Verzerrung mit... Da hätte ich einen Verzerrungsabzug kriegen müssen. Vielleicht zufällig, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er mich durchs Fenster gesehen. Okay, warte. Er hat mit durchdringendes Zittern. Beobachten, zuschlagen, Geißelhaken, verblüffen. Also das kann es nicht sein. Der hat bestimmt meinen Fuß oder sowas gesehen. Die Ecke war zu klein. Also, ich
denke mal, die Ecke war zu klein und er hat einfach meinen Fuß da gucken sehen. Ah. Aber er ist halt zielstrebig zu mir gelaufen. Junge, was ist denn mit den Killern im Moment los? Was sind die denn alle so krass drauf? Aber Dwight ist durch die Luke raus. Auch interessant. Der Bot hat's geschafft. Oh mein Gott, was für eine Scheiße ist das hier. Ja gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Mal gucken, wie es dann läuft. Das war heute richtige Scheiße, ich sag, wie es ist, ne? Junge, Junge. Ja, also, habt einen wundervollen Tag. Wir sehen uns am Donnerstag. Bis dann, macht's gut. Und ja, ich weiß, ich habe Scheiße gespielt. Ihr müsst mir das jetzt nicht in die Kommentare schreiben, ne? An alle kleinen Meckerer da draußen. Bis dann. Tschüss.